Hallo Kinder! Heute ist es schön warm. Ich habe heute den ganzen Tag die Fenster nicht geöffnet, damit es in meinem Zimmer nicht stinkt. Die Heizung steht auf 25 Grad. Weil ich finde das ja ziemlich ironisch, dass die Temperatur hier und ich habe mir gerade voll auf die Zunge gebissen. Die Story von Fahrenheit ist ja, dass die Temperatur abkackt, oder es ist so ein Gimmick der Story. Hier in Real Life kackt parallel zum Spiel die Temperatur in etwa genauso ab. Und das ist echt eklig, wie kalt es ist. I get the feeling I've seen that guy somewhere before. Ja, helf ihm doch, schneid deine Jacke in zwei Hälften und gib ihm eine. Dann kriegst du einen eigenen Tag. Hey, hey, hey. Schade, ich hab gehofft, ich kann mich vielleicht umbringen. Stimmt, wie sieht's eigentlich mit meiner Stimmung aus? Ach, er ist noch nicht depressiv, schade. Da lohnt es sich gar nicht, vor ein Auto zu laufen. Ja, sie wohnt im Haus mit der Nummer 36. Das ist eine 38. Oh, ich höre ein Auto, ich höre ein Auto. Ach, schade. Ich habe gehofft, es überfährt mich jetzt volle Pulle. Aber nö. Lucas Kane doesn't give a shit! This is the street her house is on. Och, man. There's no point looking any further. Ich dachte, sie lässt sich vielleicht aus dem Auto ziehen. Here it oder is. So. No, no, no. This is no time to explore the district. Mann, ich will aber. Ich wette, wenn ich das oft genug mache, dann kommt irgendwie so ein Easter Egg-Style-Joke. Das könnte ich mir bei Quantic Dream gut vorstellen. Fährt der im Kreis oder wie? Ach, egal. Mal schauen, ob ich irgendwie mit dem Briefkasten interagieren kann. Ups. Nö, kann ich nicht. Vielleicht kann ich hier einbrechen? Nö. Wie langweilig, man hat gar keine Freiheiten in dem Spiel. Ich glaube, der hat sich verfahren. Mir ist kalt. Machen Sie auf. Hallo? Ich muss mir schon die Hände reiben, damit ich nicht erfriere. Hallo? Ich meine, hallo? Ich mach jetzt Sturmklingeln. Ah, ups. Hab aus Versehen außerhalb des Fahrenheit-Fensters geklickt, weil ich am Fenstermodus spiele. Ich glaub, sie ist tot. Hallo, Agatha, bist du tot? Is there anyone here? Lucas, du hast gerade deinen Tod besiegelt. Also das sieht doch mal einladend aus. Das sieht fast schon so ein bisschen aus wie Kinderköpfe. Oh. Kann ich gleich noch ein Porno freischalten? Für euch, ihr perversen Leute. The coffee pot is still hot. Oh, der hat noch einen Holzofen. Old plates on the shelf. Warum ist die Kamera eigentlich so schief? So gruselig ist es hier dann doch nicht. Sink. Ja, das sehe ich auch, Lucas. Dann musst du irgendwelche deepen Gedanken dazu machen. Alter, was geht mit der Kamera? Chill bei der Kamera. Chill. Go home, Camera, you drunk. Die Frau hat offiziell einen Schaden. Are those crows in the cages?
Ja, die Frau hat offiziellen Schaden. Are those crows in the cages? Eesh, pretty gloomy pets. Sehe ich genauso. Was ist hier drin? An old wickerwork chest of drawers. Oh, Wickerwood. Verstehe. Alter, was geht mit der Kamera? Is anyone at home? Oh. Hallo? Madame Agatha, sind Sie da? Sort of African totem. Woher weiß der, dass es afrikanisch ist? Das kann genauso gut indianisch sein. Oder ist Mr. Kane so... Ist Mr. Kane so gebildet? Mach da einen auf schlau jetzt neuerdings. Stuffed out. Das sehe ich auch. A stuffed crow. Die stopft die Viecher auch noch aus, Mann, ist die krank. Candlesticks, an old grimoire, weird atmosphere. Die Frau ist verrückt. Also ich weiß ja nicht, aber ich würde im echten Leben schon, wenn ich den Flur sehe, die Wohnung sofort verlassen. Genau das werde ich jetzt auch tun, weil ich nicht will, dass sie irgendwie auf einmal auftaucht. Hallo? Lucas, verpiss dich! Idiot. Er will wohl unbedingt sterben, das macht ihm Spaß. Ernsthaft, wer geht in so eine Wohnung rein und verpisst sich nicht spätestens, wenn er diesen Raum hier sieht? Lucas, you crazy! Are you Agatha? Why do you want to talk to Agatha? I was told that she could help me. Help you? Tell me, who on this earth doesn't need a little help? Also Lucas braucht auf jeden Fall Hilfe. Stech sie ab! Hast du doch schon geübt mit dem Kerl im Diner? One need not have eyes to see. Be kind, young man. Push me over to my birds. It'll be more comfortable for us to talk over there. Alter, die Frau ist verrückt. Dann ist hier nicht mal eine Treppe, wo ich sie runterschubsen kann. Muss sie loswerden, Mann. Oh, oh. Scheiß auf Michael Jackson. Lucas Kane ist der neue Dance King. Das sieht wunderschön aus. Kann ich auch rennen mit ihr? Schlepptau. Ach, schade. Ah, meine Beine! Wow. Also moonwalken kann man nicht mit ihr. Ui. And you're okay. Da, 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 da. So, ich glaube, die Vögel waren hier, yo. Und jetzt? The bird is such a unique animal. It can spend its entire life locked up in a cage and yet still. Wenn die labern, kann ich mir ja kurz nebenbei die Nase putzen. What brings you here, young man? Tell me, what is your cage like? I killed a man. It was like I was possessed. I watched it all happen, but I had no control over my actions. Sounds like a rather commonplace story to me. Don't you think that it might simply be because you've gone mad? Was für Madman? I had a vision of another man,
making exactly the same movements as me, and of a little girl who called out to me for help. In the cupboard, you will find a little bag of seeds. Be a good boy. Feed some to my little darlings, will you? Die Frau ist verrückt. Sagen, dann schaue ich mir mal das obere Ding an. Da ist nichts drin, shit. Das untere. Fütter ich doch mal ihre kleinen verrückten Teile. Alter, wie viel der da reinkippt. Davon sollen doch alle essen. Wie füttert die Vögel eigentlich, wenn niemand zu Besuch kommt? Oder verhungern die dann einfach in den Käfig? Muss ich die jetzt eigentlich alle füttern? Ach, es ist kein Futter mehr übrig, oder? Ist kein Futter mehr übrig? Ja, sieht so aus. Die restlichen müssen verhungern. Pech gehabt. Ja, ich komm grad gar nicht klar mit der Kamera. So, jetzt. Do you have any memory of what could have triggered your loss of control? Did you drink something, hear a sound, or see an image which seemed out of the ordinary? I have no idea. In fact, I can't remember anything that happened to me from the time I entered the place to when I woke up again afterwards. Have you experienced any other strange manifestations since then? Have you had any odd dreams or visions? Yes, I see things as if the reality in front of me was deforming, becoming horrible. Are you able to attach anything concrete to your visions, such as a symbol or a sign, maybe a word? When I regained control of myself after the murder, this symbol had been cut into my wrist with a knife. Das fühlt sie erstmal durch den Verband durch. Two open jaws. Oh dear God. Oh shit! Fuck. Lucas, eine Schlange mit offenem Mund, du bist tot. Please, push me into the sitting room. Lucas, ich glaube, sie diagnostiziert jetzt Krebs bei dir. Mach dich bereit. Wie ich sie voll in den Käfig reinschlagen kann. Wow. Hui. So viel Rollstuhl-Fun in diesem Spiel. Man sollte gar nicht so viel Spaß haben dürfen mit Rollstuhlfahrern, das ist unverschämt. Ah, jetzt habe ich eine Treppe, wo ich sie runterhauen kann. Ach, Menno. Kann immer noch nicht raus. Spiel Bowling mit dir, los, schieb den Rollstuhl an, dass sie voll so durch die Tür kracht. Na, sie mit den Knien gegen den Dings donnern ist auch schon in Ordnung. You'll find some candles in one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. There should be some matches in the kitchen. Go find them and light the candles. Chill, alte Dame. Okay, wo krieg ich die Kerzen her? Ah, hier wahrscheinlich. Ja, das sind Kerzen, das kann ich nach jahrelanger Lebenserfahrung sagen. So, muss ich hier noch eine zweite Kerze reinstecken. Hier noch eine dritte. Wunderschön. Schmeißen wir der Agatha doch mal eine Geburtstagsparty. Okay, dann suche ich mal die Matches. Ach, die liegen auf dem Tisch. Wie praktisch, muss ich gar nicht groß suchen.
Moment.